Die heutige Seminarzusammenkunft ist ja die fünfte in dieser Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also die fünfte. Und wir haben dann nur noch den Samstag vor uns, dann haben wir die Woche geschafft, zu den von mir vorgeschlagenen Themen jeweils zu Naturzielit. Immer geht es ja bei mir um Leben ohne Krankheit und immer geht es dabei um Methoden, die ohne Risiken, Gefahren, Nebenwirkungen, Folgeerkrankungen sind. Das impliziert gleichzeitig mit die Möglichkeit, diese Methoden auch selbst einzusetzen bzw. auszuprobieren zum Beispiel und anderen gefährlicheren Methoden mit Nebenwirkungen und der Gefahr zu Folgeerkrankungen, die eben zu meiden. Und ich freue mich unglaublich, dass hier zu dem herausgenommenen Thema Naturzellulit diese Woche schon so viele Teilnehmer sich angemeldet haben, registriert haben. Das Registrieren ist ja wichtig, weil man dann, auch wenn man nicht Zeit hat, früh morgens um 10 Uhr hat man eventuell was anderes zu tun und kann nicht live folgen. Aber wenn man nicht Zeit hat, an einer Live-Veranstaltung teilzunehmen, man hat sich aber registriert, dann bekommt man den Zugang zur Aufzeichnung. Und die Aufzeichnung ist auch, muss ich sagen, recht gut technisch realisiert, weil man dort, selbst dort noch Fragen stellen kann in der Aufzeichnung. Die Fragen werden mir dazu gesandt und ich beantworte sie dann individuell. Ja, und somit denke ich, heute Freitag ein interessantes, wenn nicht vielleicht in der Serie das interessanteste Thema zu haben, nämlich Jungbrunnen, gesund, steinalt werden. Das dürfte doch jeden interessieren. Das ist natürlich auch ein hohes Versprechen. Nur im Zusammenhang mit Zeolith ist das natürlich einfach auszuprobieren. Und ich komme auch im Laufe der Vorstellungen auf Beispiele, die Menschen, die sozusagen individuell das schon seit zig Jahren einsetzen, worüber ich heute spreche, und wo die hingelangt sind mit steinalt und gesund dabei bleiben, das erfahren wir dann. Ja, ich freue mich, dass nach und nach nun hier auch Teilnehmer live sich wählen. Ich kann das hier verfolgen. Ich glaube, Sie können das auch verfolgen. Und Sie haben auf dieser Plattform auch die Möglichkeit, im Chat etwas zu bringen. Dazu sage ich dann nach der offiziellen Einstellung etwas. Ja, gut. Also lassen wir noch vielleicht noch eine Minute ins Land streichen, damit alle die Möglichkeit haben, sich einzuwählen. Es dauert ja je nach Bandbreite immer etwas, dort den Zugang zu realisieren und live teilzunehmen. Heute, wie gesagt, live zur fünften Veranstaltung, zum fünften Seminar in dieser Reihe Naturzählt. Ich freue mich, habe mich, denke ich, auch sehr gut vorbereitet auf das heutige Thema. Man sollte immer gut vorbereitet sein. Ihnen allen wünsche ich beschwingte Wissensaufnahme und mir wünsche ich am Ende, dass Sie mit dieser oder jenen Frage noch die Diskussion etwas anfeuern. Fragen kann ich meistens gleich beantworten, aber wie es auch am Montag war, muss ich etwas nachlesen und kann erst nach der Diskussion auch mit internationalen Experten die Frage dann konkret, wie ich es dann auch getan habe, beantworten. Ja, nun haben wir es, Blick zur Uhr, noch einen kleinen Moment, schon kurz nach 10. Ich denke, wir können beginnen. Noch länger zu warten wäre dann auch eine Unhöflichkeit gegenüber denjenigen, die sich pünktlich einwählen. Ja, ich begrüße Sie. Einen wunderschönen guten Morgen zu diesem Freitag heute. 10 Uhr bedeutet in dieser Woche das Thema Jungbrunnen, gesund, steinalt werden. Und ich möchte gleich mal die entsprechenden Slices starten. So geht das. Ja, wir haben ja mit dem heutigen Thema Naturzeolith, Jungbrunnen, Zeolith gesund, steinalt werden, ein interessantes Ziel, ich denke, von jedem, aber auch ein großes Versprechen von dem Material, von dem wir schon so viel Gutes gelernt haben. Und wir werden auch heute erfahren, wie sich das einbringt. Und was wir da selbst tun können, die Selbstbeteiligung, das ist heute ein Hauptthema, eines der wichtigsten Dinge, selbst sich beteiligen für Leben ohne Krankheit. Vorab noch ganz schnell, weil es immer wieder gewünscht wird, die Vorstellung der Bücher auf
die man sich beruhen kann, wenn man etwas mehr noch dazu hören will, als in diesem Kurzseminar es möglich ist. Da ist zuerst das Buch von Dr. Ilse Triebnick, Der Stein des Lebens. Hier erfahren wir, was die Ärztin innerhalb von 10 Jahren und längerer Zeit im praktischen Leben für die Gesundheit ihrer Patienten tun konnte mit Naturzellit. Dann das etwas umfangreichere Buch von Professor Karl Hecht, einer sehr beachtlichen Persönlichkeit, von mir sehr verehrt, auf die komme ich auch im Rahmen dieses Seminars noch einmal zurück. Zeolith, Lebenskraft durch Urgestein heißt dieses Buch. Hier finden wir noch etwas engere Zusammenhänge von Leben, Natur, Detoxikation und weiteren wichtigen Dingen der Onkologie in diesem Buch. In seinem etwas schlankeren Büchlein Antworten auf 100 Fragen zur gesundheitsfördernden Wirkung des Naturzellits finden Sie sicherlich auch auf Ihre Fragen, die Sie dazu haben, Antwort. Und ich kann dieses Buch auch empfehlen. Etwas umfangreicher wiederum ist von Professor Hecht das Buch Naturmineralien, Regulation, Gesundheit. Hier geht es mehr noch um Fragen der Naturwissenschaft und hier kann man noch etwas tiefer eindringen. Ja, die 6 Seminare, die wir uns für diese Woche vorgenommen haben, die können Sie ja live erleben, jeweils an dem Tag um 10 Uhr, so wie jetzt am Freitag. Und die 6 Themen habe ich hier aufgelistet. Wir haben also mit dem heutigen Thema Jungbrunnen, Zeolith, gesund, Steine alt, dann am Ende dieses Seminars das 5. Thema abgearbeitet und freuen uns dann morgen auf ganzheitliche Entgiftung. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es sicherlich interessant ist für Sie, sich zu jedem einzelnen Seminar über die Oberfläche zu registrieren. Es liegt Ihnen ja vor, per E-Mail haben Sie das erhalten, wie Sie da das gestalten können. Registrieren Sie sich bitte auch dann, wenn Sie nicht live teilnehmen können, denn durch die Registrierung wird Ihnen gesichert, dass Sie die Aufzeichnung zugesandt bekommen. Und die Aufzeichnung ist auch deshalb interessant, weil Sie nicht nur den Inhalt noch einmal oder überhaupt erstmalig erfahren, sondern weil Sie auch innerhalb der Aufzeichnung, durch Besuch der Aufzeichnung, Aufruf der Aufzeichnung, Fragen stellen können. Die gelangen dann zu mir und die beantworte ich Ihnen dann selbstverständlich. Ja, zu meiner Person. Auch wiederum ganz kurz. Mein Name Werner Ulrich. Ich bin klinischer Strahlenphysiker. Ich arbeite schon mein Berufsleben lang in der Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie. Ich bin Medizingeräteentwickler, Geschäftsführer, Buchautor und Inhaber mehrerer Patente und hauptsächlich beschäftige mich damit, Methoden aufzufinden, die Leben ohne Krankheit ermöglichen. Und diese Methoden sind ohne Risiken, Gefahren, Folgeerkrankungen, auch ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Deshalb sind sie so interessant und auch deshalb ist es möglich, von den Einzelnen diese Methoden einzusetzen. Unsere Leistungssysteme der Krankenkassen bieten ja nur in ganz geringem Maße die weltweit zur Verfügung stehenden wissenschaftlich abgesicherten medizinischen Methoden. Und deshalb setze ich mich dafür ein und unter dem Motto Leben ohne Krankheit, beziehungsweise ich helfe Menschen, schmerzfrei zu leben, stehe ich ihnen zur Verfügung. Und das sind fast meine ganzen Aktivitäten, sind ausgerichtet darauf, Leben ohne Krankheit zu erreichen und ihnen zu ermöglichen. Wenn Sie mit mir kommunizieren wollen, dann geht das über den heutigen Chat auf Ihrem Bildschirm. Und wenn Sie Fragen haben, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen sollen, dann nutzen Sie meine E-Mail-Adresse werner@ulrich-mtc.de. Ja, soweit zu meiner Person. Für wen ist es interessant, worüber wir sprechen? Es ist natürlich, wie schon die ganze Woche, erfahren Sie heute wiederum, wie das Vulkanmaterial Zeolith Clinoptilolith Ihr Leben und Ihre Gesundheit retten kann. Welch große Versprechung, aber Sie können sie umsetzen durch eigene Aktivitäten. Und was Sie alles mit Naturzellit machen können, das möchte ich mal hier etwas schneller durchrattern, da ich es diese Woche schon zweimal vorgestellt habe und für diejenigen, die nun wiederholt teilnehmen, das nicht langweilig werden soll. Es ist also für Menschen, die das Altern aufhalten wollen, und das ist genau heute unser Thema, sehr, sehr wichtig. Menschen, die entgiften wollen, das hängt auch mit dem Altern zusammen. Menschen, die die Strahlentherapie folgen und Folgen der Chemotherapie überwinden wollen. Menschen, die Radioaktivität ausleiten wollen, Kalzium einbauen wollen und Magnesium einbauen wollen,
beides Kalzium und Magnesium, wichtige Mineralien, die wir nicht im Defizit haben sollten. Menschen, die ihre sportliche Leistung steigern wollen, jetzt merken wir schon, dass der Bereich sehr, sehr groß wird. Menschen, die mehr Lebensenergie brauchen und Menschen, die ihren Körper säubern wollen. Von innen zum Beispiel auch. Menschen, die gern Fisch essen und demzufolge Quecksilber ausleiten wollen. Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben und das stärken wollen. Menschen, die Konzentrationsstörungen haben, Schlafstörungen haben, ständig müde sind. Auch für Menschen ist es interessant, die Bakterien haben und die bakteriellen Gifte ausleiten wollen. Menschen, die ihren Säure-Basen-Haushalt ausgleichen wollen oder ausgleichen müssen. Menschen, die eine Dialyse brauchen und die Menschen, die weitblickend ihren Erste-Hilfe-Kasten komplettieren wollen. Ja, und schließlich auch für Menschen, die sich nach Chemotherapie stärken wollen, überhaupt Menschen, die Krebs haben, darüber habe ich auch intensiv schon etwas eingehender gesprochen, die Menschen, die gesund bleiben wollen, die also präventiv wirken wollen, Menschen, die ihre Verdauung verbessern wollen, Menschen, die Helicobacter haben und die was gegen Verstopfung tun müssen. Ja, und letzten Endes, auch bei Erkrankungen ist das gut, Menschen mit Leberzirrhose, mit Fettleber, mit Gelbsucht, aber auch Menschen, die unter Körpergeruch leiden. Und schließlich, hervorgehoben hier rot dargestellt, Menschen, die eine Aluminiumvergiftung bekämpfen wollen, ein sehr aktuelles Thema. Wir finden also in dem Buch von Dr. Ilse Tripnik, Der Stein des Lebens, hier auch Angaben zu dem heutigen Thema. Und heute heißt es, Zellulit ist besonders geeignet, den Alterungsprozess zu verlangsamen und auch die damit einhergehenden degenerativen Erkrankungen zu verhindern. Das bedeutet dann, wenn wir das können und das einsetzen und es hat sich längst vielfach weltweit bewährt, dann ist es möglich, gesund steinalt zu werden. Das biblische Alter zu erreichen bei guter Gesundheit, das ist möglich durch die Einnahme von ausreichend gutem Naturzeolith. Das ist das, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Und Altern ist ja mehr als die bloße Anzahl von Jahren oder der Kerzen auf der Geburtstagstorte. Die Vorgänge, die unser physisches Alter ausmachen, sind vielfältig. Zum einen ist es die genetische Disposition, zum anderen sind es die Einflüsse, die von außen zugelassen werden durch Ernährung, durch Umwelt, durch Lebensweise und so weiter. Sie schwanken zwischen 30 und 70%. Zum anderen haben wir also die Möglichkeit, die Ressourcen zu erhalten, zu pflegen, zu stärken, indem wir das, was von außen eintritt und uns schwächt, zu gestalten. Die Gerontologen, das sind die Alterswissenschaftler, die haben längst festgestellt, dass wir in der Lage sind, ohne Probleme, also wirklich ohne Probleme, 120 Jahre alt werden zu können. Es gilt also herauszufinden, welche Umstände uns daran hindern, so alt zu werden und wie wir sie zugunsten einer hohen Lebensqualität bis in ein biblisches Alter beeinflussen können. Silizium ist damit mit seinem Hauptbestandteil des Zeolith in einer ganz großen tragenden Rolle und wurde schon in der Antike erfolgreich als Heilmittel eingesetzt. Es hat regulatorische Eigenschaften und gerade in Russland hat man festgestellt, die Wissenschaft festgestellt, dass dort sowohl im Norden, wo es Dauerfrostboden, Kälte, Dunkelheit gibt, dass dort die Menschen sehr alt werden und auch im Süden, im asiatischen Teil von Russland. Und die Wissenschaft hat festgestellt, dass es eine Gemeinsamkeit gibt, nämlich in beiden Bereichen wird Naturzeolith, Kinoptilolith schon viele Hunderte, Tausende von Jahren ganz natürlich eingenommen und damit die Vorzüge des Minerals genossen für eben die Erreichung eines biblischen Alters und dabei gesund zu sein. Es geht also darum, einen außerordentlichen, und wir wollen einen außerordentlichen Anti-Aging-Effekt nutzen von diesem siliziumhaltigen Element. Und wenn wir das also erkennen, dass die Gemeinsamkeit in der Kultur, im Verzehr von Zeolith ist, dann können wir das doch einfach nachmachen und einfach untersuchen, unter welchen Bedingungen das uns eben ein Leben
in hohem Alter in Gesundheit ermöglicht. Leben ist Zellteilung. Das muss ja erst einmal dargestellt werden. Und die Zellteilung, das ist der Alterungsprozess. Und durch die entgiftende, reinigende und regenerative Wirkung von Zeolith sind wir also, eignen wir also oder wir befähigen uns, den Alterungsprozess zu verlangsamen und damit auch die einhergehenden degenerativen Krankheiten zu verhindern, so wie ich das vorhin schon geschrieben habe. Und wo beginnt denn der Alterungsprozess? In der Zelle natürlich. Und wichtig ist es das Zellmilieu dabei, das umgebende Milieu. Und die Reinheit und Nährstoffe sind so wichtig in der Zuführung und Giftstoffe in der Abführung von der Zelle, wenn sich die Zellen erneuern. Und in dem Moment, wo wir jetzt zum Beispiel miteinander sprechen, gibt es Zellerneuerungen in uns, in jedem Individuum von Millionen Zellen pro Sekunde, auch jetzt in dieser Zeit. Und wir müssen eine Balance zwischen dem Absterben und dem Erneuern der Zellen erreichen. Es müssen also genauso schnell, genauso gut neue, und ich komme später darauf, zu gute qualitative Zellen, die abgestorbenen Zellen erneuern. Die abgestorbenen Zellen, das Material muss natürlich entsorgt werden. Das sichert dann wieder die Reinheit und die erneuerten Zellen müssen in ihre Funktion gebracht werden. Zellalterung ist ein natürlicher Prozess. Von der äußeren Bedingung hängt es jedoch ab, ob und wie wir den vorgegebenen Lebensrahmen ausschöpfen. Das ist hier das damit gemeint. Und ich möchte bloß vielleicht einmal sagen, zum Beispiel das fantastische Organ der Leber in uns erneuert sich mit den Zellen alle 16 Tage. Also was für eine wunderbare Geschichte. Wir haben also ständig die Möglichkeit, durch gute Voraussetzungen, durch Reinheit des Milieus dafür zu sorgen, dass die erneuerten, neu hinzukommenden Zellen, die die alten Zellen ablösen, die abgestorbenen Zellen ablösen, dass die die Funktion verbessern durch ihre bessere Qualität und uns gesund erhalten. Und so ist es aber unterschiedlich, die einige Zellen von ihrer Funktion, ja zum Beispiel die Netzhaut, Zellen, die sind nicht so schnell erneuerbar und dadurch empfindlicher in ihrer Funktion. Die Darmzellen teilen sich sehr schnell, also im Darm, da sie den Stoffen, die unser Körper ausscheiden, ständig ausgesetzt sind und hohe Beanspruchungen haben. Das ist also von Natur schon richtig eingerichtet. Hier spielen also individuelle Faktoren eine Rolle, die neben der genetischen Veranlagung, ich habe das hier aufgeschrieben, auch gilt auch die individuelle gesundheitliche Beanspruchung. Und hier deutet sich schon an, dass wir einen Teil beeinflussen können. Die individuelle Beanspruchung können wir sicherlich beeinflussen durch unser Vorgehen, durch unsere Lebensweise und eben, um heute speziell zu werden, auch durch Naturzellulit. Eine andere wichtige Rolle spielt die Qualität der Zellen. Ich will sagen, die Qualität der neuen Zellen. Die Frage ist, ob die durch Teilung neu entstandenen Zellen noch gleich gut beschaffen sind wie die zuvorigen. Bevor sich die Zelle teilt, muss sie erst einmal die Informationen weitergeben, die Erbsubstanz verdoppeln, damit die neuen Zellen auch dieselben Funktionen einnehmen können. Also Ohrzellen machen etwas anderes als Bauchspeicheldrüsenzellen, Haarzellen, Hautzellen und so weiter. Die äußeren Einflüsse, und jetzt komme ich wieder auf die Beeinflussbarkeit, wie Strahlung, Chemikalien, Rauchen, schlechte Ernährung oder Dauerstress sowie Fehlen von Kopieren der Erbinformation können zu Schäden an der Genstruktur führen. Also einerseits können die äußeren Einflüsse dazu führen, dass die Erbinformation sich verändert, andererseits auch beim Kopieren können Fehler passieren. Und das ist aber von der Natur wiederum vorgesehen. Wir wollen sehen, in welchem Maße, dass nämlich eine Selbstreparatur geschieht und die geschieht, indem die schadhaften entstandenen Zellen, also Zellen, die nicht die Funktion erfüllen können, dass sie sich selbst zerstören. Wie in einer Werkstatt kann so ein Schaden aber auch einmal übersehen werden. Dann wird die geschädigte DNS an die Tochterzelle weitergegeben. Haben sich zu viele dieser mutierten, also mit geschädigter DNS versehene Zellen
gebildet. Was passiert dann? Hier spielt sozusagen der Gesamtzustand eine Rolle. Hier können wir also beitragen, und ich habe das in der nächsten Folie dargestellt. Wenn wir also unser Vermögen zur Reparatur ausgeschöpft haben, dann erhalten wir gute Zellen. Wir beeinflussen aber dieses Vermögen durch unseren Gesamtzustand, auch die Lebenssituation, die Lebensführung und Schutz vor Gesundheitsrisiken beeinflusst das ganz deutlich. Das kann das positiv beeinflussen. Und deshalb hier aufgeschrieben, das ist von uns, was ich hier geschrieben habe, von uns beeinflussbar, welche Qualität wir haben, indem wir eben auf die Reparatur Einfluss nehmen, die Fähigkeit zur Reparatur, und indem wir eben gute Voraussetzungen schaffen, um gute Qualität der Zellen zu erhalten. Das hat alles eine große Bedeutung für das Altern. Und wir sprechen hier heute darüber, Alterung zu erleben bei guter Gesundheit. Für alle Lebensfunktionen benötigen wir Energie, unseren Treibstoff. Und diese Energie, die wird sozusagen in den Mitochondrien gewonnen, in den Mitochondrien der Zellen, die wir uns als kleine Kraftwerke vorstellen können. Und da spielt natürlich Sauerstoff eine große Rolle. Und für diese Verbrennung benötigen wir Sauerstoff, um die Kraftwerke anzuheizen, die Kraftwerke zu betreiben. Bei diesem Prozess bilden sich aggressive Sauerstoffteilchen. Wir wissen, wir nennen die freien Radikale. Sie können die Teilungs- und Reparaturprozesse der Zellen empfindlich schädigen. Und dazu gibt es sozusagen den Begriff des oxidativen Stresses. Der lässt uns nämlich altern. Der oxidative Stress altert uns. Wir sehen das in Haut, Bindegewebe und in der Magen, im Magen-Darm-Trakt, dass diese besonders betroffen sind. Natürlich ist es so, dass wir auch eine Gegenwirkung in der Natur haben gegen den oxidativen Stress. Ein Gegenmittel wird schon zu bereitgestellt. Das sind die Antioxidantien. Und die müssen ausreichend entstanden sein, die müssen ausreichend vorliegen und müssen natürlich auch enzymatisch unterstützt werden. Dazu dient zum Beispiel Zeolit wiederum, dass die Antioxidantien unterstützt werden. Oder dazu zählen auch die Vitamine C und Vitamin E. Die Versorgung muss also gewährleistet sein und mit Nährstoffen und Sauerstoff. Und da spielt eben wiederum Naturzeolit eine große Funktion, um die ersten Anzeichen der Disbalance zwischen Oxidantien, freien Radikalen und Antioxidantien zu schaffen. Wir geben also durch Naturzeolit einen Rostschutz gegen die freien Radikale. Soweit zu Antioxidantien für Langlebigkeit. Haut gestrafft ist auch der zweite Punkt hier dargestellt, ist auch ein wichtiger Punkt, der uns klar macht, dass wir mit gestraffter Haut Jugendlichkeit vorstellen. Das schafft Zeolit durch die starke Wasserbindung im Gewebe und durch die Versorgung mit Mineralien und die dadurch möglichen Abtransporte von Produkten und Antransport der Mikronährstoffe, wie zum Beispiel die Mineralien, wie gesagt. Bindegewebe straffen sich dann sozusagen die Hautschichten. Da in den oberen Hautschichten keine Blutgefäße enthalten sind, ist das besonders wichtig, denn wir müssen dann sozusagen den Stoffwechsel gezielt durchführen, und das schafft der Naturzeolit. Ja, und Verkalkung, nein, danke. Jedes Organ ist Zielscheibe von oxidativem Stress. Das wissen wir. So eben auch die Gefäße. Und umgangssprachlich bezeichnen wir das Altern der Gefäße als Verkalkung. In der Medizin heißt dieser degenerative Prozess Arteriosklerose. Hier spielen viele Punkte eine Rolle. Insbesondere spielt auch die Lebensweise eine Rolle bei dieser Erkrankung, und es kann zu dramatischen Folgen kommen über die Arteriosklerose, wenn wir uns ungesund ernähren, Übergewicht haben, Diabetes, Bewegungsmangel, zu wenig Schlaf, Nikotin und Stress verstärken sozusagen den Prozess der Alterung, der Ablagerungsprodukte, im speziellen Fall bei dem Punkt der Verkalkung hier auf der Folie, der vorletzte Punkt, der Arteriosklerose.
Die Arteriosklerose ist deshalb so gefährlich, da sie lange Zeit ohne Symptome verläuft. Ich habe andere Seminare schon durchgeführt, um das genauer zu erläutern. Im Verlaufe der Verkalkung, in Anführungsstrichen, verengen sich die Arterien. So kann es sozusagen zur Unterbrechung des Blutflusses, mindestens aber auch zur Beeinträchtigung der Blutversorgung der Zellen kommen und damit einhergehend die Verringerung der Zellen mit Sauerstoff, was in der Regel immer zur Erkrankung führt. Da Siliziummangel aber auch das Bindegewebe schwächt, also Siliziummangel schwächt das Bindegewebe, deshalb nimmt auch die Elastizität und die Festigkeit der Blutgefäße und Arterien ab. Denn Gefäßwände sind ja Bindegewebe. Gerade die Elastizität der Arterien ist aber wichtig, um den Blutfluss in Gang zu halten. Starre Arterien bedingen einen Bluthochdruck. Und hier haben wir es wieder. Wenn wir das stärken durch Naturzeolith, dann vermeiden wir diese Starrheit und die Verschlechterung des Bindegewebes und damit eben auch einen Bluthochdruck. Durch die Abgabe von Silizium verjüngt die Zelle also auch unsere Arterien und beugt so schwerwiegenden Erkrankungen vor. Wunderbar. Jetzt kommt noch Erhöhung der Knochendichte. Das ist natürlich großes Problem. Unser Knochen wird ja auch ständig umgebaut. Wir haben dort auch Absterben und Neubilden von Zellen. Wir haben also Osteoklasten, Osteoplasten, hat vielleicht schon jemand mal gehört. Und das muss natürlich auch wieder in der Balance geschehen. Und für den Alterungsprozess sind also die freien Radikale nicht ausreichende antioxidative Prozesse, also nicht genügend Aktivität gegen den oxidativen Prozess. Einerseits und andererseits wieder mangelnde Versorgung mit mineralischen Nährstoffen zuständig und verantwortlich. Deshalb, das natürliche Zeolith kann diese negativen Einflüsse nachhaltig unterbrechen und unterstützen und sogar vermeiden helfen. Auf diese Weise fühlen wir uns vitaler und sehen auch noch jünger aus, sodass wir diesen Energieschub nutzen können, um weitere gesundheitsfördernde Maßnahmen in unseren Lebensstil einzubauen. Das sind also, sagen wir mal, herausgenommen die Richtung, die Orientierung. Was macht das Zielwirksam so wirksam? Natürlich, Sie haben es jetzt mehrfach von mir in Ausführungen gehört, ist der Mineralienzufuhr wichtig für die wichtigen Lebensfunktionen, dafür verantwortlich, besonders über den Ionenaustausch. Wir sprachen schon mehrfach darüber. Wir haben eine extrem, aber wirklich extrem starke antioxidative Wirkung. Und damit kann man schon automatisch sagen, Aufhalten des Alterungsprozesses und Vermeidung von Erkrankungen, Vermeidung des Auswachsens von Erkrankungen. Die Lebensumstände lassen uns altern und da haben wir schon das Problem. Aber wir wollen dabei gesund bleiben. Und unser Ziel ist es, durch die eigene Beeinflussung die Gesundheit zu erhalten und unsere Jugendlichkeit zu verbessern. Und hier vielleicht zwei Beispiele, die mich unglaublich beeindruckt haben und auch heute noch beeindrucken. Wir haben einmal eine russische Bürgerin. Sie ist jetzt Mitte der 120er Jahre. Wenn ich mich recht entsinne, war sie vorgestern 125 Jahre, trat im Fernsehen auf und mal daraufhin gefragt, dass sie doch immer ihr ganzes Leben lang gesund ist und überhaupt keine oder so gut wie keine Alterungserscheinung im üblichen Sinne zeigt. Auf die Frage, wie sie sich eigentlich ernährt hat, hat sie ganz verstohlen und vorsichtig gesagt, ja, sie isst eigentlich fast nur Sand, sie nimmt also Silizium zu sich und angenommen, ich nehme an, das ist Naturzeolith, was sie zu sich nimmt. Diese Aussage des Interviews verbrieft, weil während dieses Live-Interviews der von mir verehrte Herr Professor Karl Hecht dabei war und das berichtet hat. Ganz tolle Geschichte. Das zweite Beispiel, das ist Professor Hecht selbst. Er ist also ein Deutscher, der Mitte 90 ist, Jahrgang 1924 ist er. Er ist so aktiv, so kreativ und so leistungsfähig, dass sich junge Leute davon noch eine Scheibe abschneiden können. Und er sieht auch aus wie ein End-50er. Und ich möchte hier vielleicht, ohne Sie zu langweilen, mal aus einem Interview mit Professor Hecht, und dieses Interview war vor fast 10 Jahren, aber es ist trotzdem noch aktuell, mal zitieren. Frage. Herr Professor Hecht, wie viel Zeolith nehmen Sie jeden Tag zu sich? Antwort. Ich nehme seit 10 Jahren täglich 5 bis 10 Gramm Zeolith ein. Freunde haben mir kürzlich bestätigt, dass mein Haar, das bereits völlig ergraut war, wieder dunkler wird. Wichtiger ist aber wohl, dass ich mich mit meinen
damals eben 86 Jahren geistig und körperlich fit wie ein 50-Jähriger fühle. Nächste Frage. Warum weiß man in Europa so wenig über Zeolit? Antwort von Professor Hecht. Die Zeolit-Forschung hat hauptsächlich in Russland eine große Tradition. Die dortige Akademie der Wissenschaften führt mit dem Gesteinsmehl seit 20 Jahren klinische Studien an 40 Kliniken mit durchschnittlich jeweils 400 Patienten durch. Die Ergebnisse sind ausgesprochen gut. Der erste Artikel über Zeolit in Deutschland erschien 1961, allerdings auf Englisch. Nächste Frage. Seitdem hat sich offenkundig bei der medizinischen Anwendung hierzulande nicht viel getan. Frage. Antwort. Das stimmt. Da ist zum einen die Sprachbarriere. An russischen Studien will niemand so richtig heran. Zum anderen behindert auch die Einstellung der Mediziner. Anführungszeichen. Was ich nicht kenne, existiert nicht. Das, Anführungszeichen zu Ende, die Kenntnisnahme im mitteleuropäischen Raum. Na, das wissen wir ja. Und jetzt die letzte Frage. Haben die klassischen Mediziner in Europa wirklich solche Scheuklappen? Antwort. Ich habe beispielsweise vielen schulmedizinisch orientierten Krebsärzten den Naturzeolit angeboten. Das Angebot wurde oft mit der Begründung abgelehnt. Ich will mir doch meine Studie nicht versauen. Die von Pharmafirmen finanzierten Untersuchungen sollten nicht zu Ungunsten des pharmazeutischen Produkts verfälscht werden. Das soll die letzte Frage gewesen sein. Aber hier finde ich noch eine, ich denke, die ist auch beeindruckend. Frage. Sie berichten immer wieder von erstaunlichen Patientengeschichten. Haben Sie ein Fallbeispiel für uns parat? Antwort. Ich hatte eine Brustkrebspatientin, die von Zeolit wusste. Sie konnte die Ärzte in der Klinik überzeugen, ihr Zeolit weiter zu verabreichen. Die Folge war, dass sie während der chemotherapeutischen Behandlung ein wesentlich besseres Allgemeinbefinden als ihre beiden Zimmergenossinnen hatte, die dieselbe Behandlung für sich ergehen hatten lassen. Meine Patientin fielen beispielsweise die Haare nicht aus. Nach einem halben Jahr war sie geheilt. Ihre beiden Mitpatientinnen waren verstorben. Soweit zu diesem Interview. Und jetzt möchte ich Ihnen auch wirklich noch allzu gern ein ganz, ganz kurzes Video vorstellen, in dem Sie viel emotional mitempfinden können mit mir und sich auch motiviert fühlen, bestimmte eigene Beeinflussungen des Alterns zu aktivieren, sich zu befähigen und auszusuchen, welche der beiden Videohelfen, die Sie jetzt sehen, für Sie zutreffend ist, für die letzten 10 Jahre als Beispiel. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at Make Health Last. Ja, dieses Video zur Frage, wie willst du die letzten 10 Jahre deines Lebens verbringen, ist emotional sehr wirksam. Jedes Mal auf mich, ich habe das Video schon sehr oft gesehen, aber es motiviert mich auch zu eigenen Aktivitäten, zur Beeinflussung des weiteren Lebens. So, dann gehen wir mal weiter in unserem, jetzt muss ich mich bloß hier durch, pardon, das ging dann doch schneller, als ich dachte. Ja, Silizium brauchen wir also zum Leben, das ist wichtig. Und hier, entsprechend unseres heutigen Themas, sonst altern wir zu schnell. Ich selbst hatte ja auch ein Problem, ich habe das in mehreren Seminaren schon mal angedeutet mit einer Quecksilbervergiftung und habe mich damals erkundigt, wo bekomme ich denn Naturzeolit und welcher Naturzeolit hat die Qualität, die ich brauche.
Und höchste Qualität suche ich immer für mich, für meine Ernährung, für meine Behandlung, für mein Vorgehen. Und deshalb bin ich auf Naturzeolith 10 Mikrometer gekommen. Und diesen Naturzeolith empfehle ich Ihnen auch. Sie bekommen ihn in dem Shop, shop.schmerzen-was-tun.de. Ich garantiere Ihnen, dass dort eine sichere Abwicklung, einfache Zahlungsmöglichkeit möglich ist und Sie bekommen nach der Bestellung schnell dieses wichtige Produkt zugesandt. Wer wissen möchte, wie er es einnehmen soll, der kann die Datei herunterladen, die ich jetzt hier anbiete, zum Herunterladen einen kleinen Moment. Sie können also durch Anklicken des Buttons rechts meine Anwendungsempfehlung zur Einnahme von Naturzeolith 10 Mikrometer annehmen und sich danach richten. Ich kann es nur empfehlen, denn die Details spielen eine wichtige Rolle. Ebenso übrigens auch die Qualität von Naturzeolith. Wir hatten ja am Montag ein Seminar, wo eine Teilnehmerin darüber klagte, dass sie und ihr Sohn nach Einnahme von Naturzeolith einen Gichtanfall bekommen haben. Sie können sich vielleicht erinnern, die da auch teilgenommen haben an diesem Seminar, dass ich das nicht gleich beantworten konnte, denn mir war bewusst und auch bekannt, dass man sehr gute Erfahrungen hatte, gerade mit der Einnahme von Naturzeolith gegen Gicht. Deshalb hat mich das verwundert. Ich habe mich auf diese Frage hin sofort in der Literatur noch einmal umgesehen, habe mich mit Experten international in Verbindung gesetzt und diese Frage gestellt. Und was ich noch gemacht habe, das war wohl sicherlich das Wichtigste, ich habe mich mit dem konkreten Produkt, was die Fragerin eingenommen hatte, beschäftigt und habe festgestellt, dass dort die Qualität sehr zu wünschen übrig hat. Nämlich, es waren zu viele Anteile von Nanogrößen in der Substanz drin. Das war auch ausgewiesen. Und da muss ich natürlich davor warnen, Zeolith dieser Qualität zu nehmen, auch wenn der Preis vielleicht etwas niedriger ist, möchte ich davor warnen, denn ich habe mich dann weiterhin wissenschaftlich gerade mit Zeolith dieser Qualität, dieser schlechten Qualität beschäftigt. Und dort gibt es sogar erreichbare Letaldosen, die schon bei 67 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht liegen, wenn man Anteile von zu kleinen Bestandteilen hat. Deshalb ist es so wichtig, Qualität von Naturzeolith nicht nur rein, sondern auch die Korngröße homogen. In unserem Fall bei Naturzeolith 10 Mikrometer sind das 10 Mikrometer und dann brauche ich bloß noch die in den Anwendungsempfehlungen, vielleicht haben Sie es runtergeladen, Empfehlungen zu nutzen. Die sind einfach zu nutzen, zu beachten, aber haben dann eine große Effektivität. Jetzt bin ich mit meinen Ausführungen am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und finde es ganz toll, dass Sie bis zum Ende ausgehalten haben, obwohl wir die Zeit doch um 5 Minuten überschritten haben. Ich lese gerade im Shop in der Schweiz, ist Naturzeolith natürlich auch zu erreichen über den Link, der eingeblendet ist, roganmedical.ch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auch in der Schweiz. Jungbrunnen, steinalt werden und dabei gesund bleiben. Das war heute unser Thema. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich für die Teilnahme und möchte Sie informieren oder noch einmal erinnern, dass morgen unser Samstagsseminar stattfindet, wo es noch einmal komplex, ganzheitlich um Entgiftung geht, auch eine lebenswichtige Sache. Recht herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und Leben ohne Krankheit.